Anna Weidenholzer, was bedeutet das für Sie, glücklich sein? Glücklich sein? Glücklich sein, ich glaube, dass bei mir, es liegt sicher auch im Schreiben irgendwo. Und das hat einerseits mit diesem Zustand des Suchens zu tun, dass ich weiß, okay, ich werde im Schreiben, kann ich theoretisch glücklich sein. Schreiben kann aber gleichzeitig dann auch wieder unglücklich machen, wenn es nicht gelingt. Und es braucht auch dieses Unglück, um schreiben zu können. Also es dreht sich ständig im Kreis. Ich frage Sie deshalb so über das Glück aus, weil es in Ihrem neuen Roman auch um dieses Thema zu gehen scheint oder um dieses Thema geht. Es geht um einen pensionierten Lehrer, der Karl, der fährt in einen Ort in den österreichischen Alpen, einen Wintersportort, in dem es keinen Schnee gibt, und versucht dort mit Fragebögen sozusagen den Lebensglückzustand einiger Leute zu erheben. Was hat es mit diesem Karl auf sich? Und sucht der Karl wirklich das Glück oder sucht er eigentlich was anderes? Oder flieht er vor irgendetwas in diesen Ort? Es ist vieles zugleich. Also er sucht einerseits das Glück oder die Lebenszufriedenheit, also die ausgehende Frage, dass er aufbricht, oder die Situation ist, dass Karl unzufrieden ist mit der Welt, die ihn umgibt. Dass er halt irgendwo Angst vor diesem Angstrauschen, das uns umgibt, könnte man sagen. Und er möchte herausfinden, warum das so ist, woher unsere Ängste kommen, wie wir überhaupt leben. Das ist so der Ausgangspunkt. Aber andererseits spielt auch Karls momentane Lebenssituation eine Rolle. Also er ist frisch in Pension. Und das ist ja auch so ein Punkt im Leben, wo man vielleicht so ein bisschen auf der Suche ist. Und ja, es ist ein Suchen, aber auch eine Flucht, und spielt alles irgendwo zusammen. Also es ist die Frage nach dem anderen, diese große Frage, aber auch die Frage nach dem eigenen, die dann immer mitschwingt. Ich habe gelesen, dass Sie sich für Ihre Buchprojekte, für Ihre Romane immer auch oder bisher immer auch theoretische, soziologische oder politikwissenschaftliche Bücher hergenommen haben als Grundlage für Ihre Romane. Das wäre gewesen in Ihrem Roman »Der Winter tut den Fischen gut«, die berühmte Studie »Die Arbeitslosen von Marienthal«. Und jetzt in diesem aktuellen Roman hätten Sie literarisch reflektiert über ein Buch des deutschen Soziologen Heinz Bude mit dem Titel »Gesellschaft der Angst«. Ist das ein Mythos, dass Sie sich auf diese Bücher beziehen, oder ist das wirklich so? Also nein, diese Bücher kommen tatsächlich vor. Also die sind auch ausgewiesen hinten in den Büchern und beeinflussen das Schreiben und beeinflussen den Text dann auch. Aber es sind mehrere Bücher, die in ein Buch einfließen, die so diese Ideenfindung umgeben. Und es ist immer so ein Kreisen um ein Thema zuerst. Und dann versuche ich mich irgendwo einzulesen und einen Zugang zu finden zu dem Text, bevor ich zu schreiben beginne. Aber ein theoretischer Text oder ein wissenschaftlicher Text ist das eine, und ein literarischer Text mit lebenden Menschen, die glaubhaft handeln, nicht handeln oder agieren sollen, ist ganz was anderes. Wie schaffen Sie da sozusagen die eine Form, die wissenschaftliche, in die andere, die literarische, zu transformieren? Wie funktioniert dieser Prozess? Es ist so ein Mischen irgendwo. Also es kommen ja auch immer wieder, ich arbeite auch viel mit Zitaten. Also jetzt zu dieser soziologischen Literatur fließt dann manchmal das Zitat in den Text ein und ist so als Hintergrundwissen oder Hintergrund einfach da, so als Begleitbuch irgendwo. Und die Figuren entstehen ja im Schreiben einfach. Also ich habe immer am Anfang einen Plan, ich weiß, okay, ich habe ein Thema, ich möchte ungefähr in eine Richtung. Dann kommt die Struktur, dass ich weiß, wie erzähle ich eine Geschichte, also wie kann ich da herangehen, welchen Zugang finde ich da zum Erzählen, und dann kommt das Schreiben an sich, und das ist ganz, ganz stark einfach im Schreiben, vom Schreiben geleitet. Also die Figuren entstehen dann einfach und entwickeln auch so eine Eigenständigkeit dann ein Stück weit. Freunden Sie sich an mit diesen Figuren, mit dem Karl zum Beispiel oder mit der Hoteliersfrau, die er da zu interviewen versucht in diesem Alpenort? Freunden Sie sich mit diesen Menschen auch an während des Schreibens? Ja, schon. Also
sind schon dann immer da und begleiten mich auch. Und man muss sie jetzt nicht immer mögen, aber die sind dann einfach ständig präsent irgendwo und immer da. Und es kann dann immer wieder irgendein Satz von denen aufploppen im Schreibprozess. Und das sind eigentlich so die, also ich glaube, dass im Schreiben für mich der beste Zustand ist, wenn ich einfach in dem Text drinnen bin, wenn ich meine Figuren schon kenne, wenn die dann wirklich schon das Eigenleben haben und sprechen. Das sind dann gute Momente. Was die Literaturkritik immer wieder hervorhebt, ist, dass sie ein feines Gespür für die Freuden, Sorgen und Ängste der sogenannten kleinen Leute haben. Das wird immer wieder festgestellt, dass sie großen Respekt vor diesen Menschen haben. Sehen Sie das auch so? Nee, ich würde jetzt nicht von kleinen Leuten sprechen oder von Einfachen oder was auch immer. Also das ist einfach die Welt, die uns umgibt und wie wir in der wir leben. Und sind auf jeden Fall alltägliche Figuren, Menschen. Und ja, das interessiert mich einfach auch im Schreiben, irgendwo dorthin zu schauen, wo es vielleicht jetzt nicht spektakulär ist oder wo es nicht funkelt oder ja, wo einfach der Alltag liegt. Also ich finde, dass im Alltag sehr viel verborgen liegt, auch sehr viel Funkelndes dann oder Skurriles oder was auch immer. Würden Sie sagen, dass Ihre Bücher auch einen politischen Aspekt haben? Ist Ihnen das wichtig? Ja, schon, aber jetzt nicht in dem Sinn von irgendwo jetzt mit dem Zeigefinger dazustehen und zu sagen, okay, so muss es jetzt gehen oder so muss man leben. Aber ich glaube schon, dass, also gerade dadurch, dass es sich auch immer sehr stark mit dem Alltag beschäftigt, das ist einfach für mich immer eine gesellschaftspolitische Dimension, die da irgendwo mitschwingt. Ihre schreiberischen Lehrjahre, wenn man das so nennen darf, haben Sie als Chronikjournalistin verbracht bei den Oberösterreichischen Nachrichten in Linz. Kann man vom Journalismus, vom Chronikjournalismus etwas lernen fürs literarische Schreiben? Ja, also ich würde schon sagen, ich persönlich habe einfach gelernt, hinauszugehen und zuzuhören, Fragen zu stellen, auf Leute zuzugehen. Und das hat manchmal Geschichten oder Impulsgeber für Geschichten, dass die überall liegen können. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und es jetzt, ich glaube, das Wichtige für mich an der Zeit war einfach zu sehen, wie kann ich Ideen finden oder was kann etwas in mir beim Schreiben anstoßen oder zum Schwingen bringen und die Geschichte auslösen. Und Sie waren klassische Chronikjournalistin, das heißt Postüberfälle, Verkehrsunfälle, Bankraub, Verbrechen, Wetterkapriolen, Überflutungen, das alles, was man sich so vorstellt, darüber haben Sie berichtet. Ja, also ja, Kommentare zu Glatteis, aber auch dann so Dinge wie Verkehrsunfälle und ja, das war auch, also ich habe das während des Studiums gemacht und das war auch schon... Also ich würde es jetzt nicht mehr machen wollen, sagen wir so. Es hat dann etwas sehr, ja, gerade die Geschichten, wo dann gesagt wird, jetzt mach mal eine menschliche Geschichte, wie beim Verkehrsunfall dann bei den Verwandten, Angehörigen anzurufen. Das hat dann auch sehr was Unmenschliches, finde ich. Da gibt es die berühmten grauslichen Geschichten, die bei Boulevardzeitungen üblich sind. Man muss, ich weiß es nicht, zu Eltern nach Hause fahren, die gerade ihr Kind verloren haben und denen Fotos des Kindes abschwatzen, die möglichst zu Herzen gehen. Also da gibt es wirklich auch grausliche Aspekte des Chronikjournalismus? Ja, also ich glaube, es gibt noch, also ich war jetzt nicht in der ganz, ganz grauslichen Abteilung sozusagen, aber schon so dieses einfach O-Töne einzufangen in einer Situation, wo Menschen eigentlich nicht sprechen möchten, wo es dann nicht darum geht, dass man irgendwie auf die Menschen ein Stück weit zugeht oder denen irgendwie entgegenkommt oder keine Ahnung, sondern eher den Abonnenten entgegenkommt, dass da diese Sensationslust beim Frühstückscafé irgendwo befriedigt wird. Also es hat dann auch eine große Rücksichtslosigkeit, finde ich. Dann darf ich Sie zum Schluss unseres Gesprächs zu einem kleinen Wordrap bitten. Das ist für mich ein guter Roman. Ein guter Roman ist für mich der etwas aufbricht in mir und der etwas zum Schwingen bringt und der auch ein Stück weit was offen lässt und Freiraum lässt. Mein liebster Leseort?
Eigentlich die Couch, ganz einfach, simpel. Im Liegen oder im Sitzen lesend? Im Sitzen, beim Liegen schlafe ich dann schnell ein. Mein liebster Schreibort? Mein liebster Schreibort ist einfach ein Tisch. Also das muss jetzt nicht meine Wohnung sein, aber es muss ein Raum sein, der abgeschlossen ist und ganz wichtig, meine Kopfhörer. Also die hängen für mich mit dem Ort zusammen. Was dröhnt aus diesen Kopfhörern? Das kommt immer auf den Text drauf an. Also ich brauche immer ein Lied, das ich schreiben kann. Und das ist ein Lied, das ich dann irgendwo finde und dann weiß ich, okay, das löst jetzt den Text aus. Und manchmal ist das auch Musik, die dann mit den Figuren zusammenhängt. Also die ich jetzt nicht hören würde, aber die meine Figuren jetzt hören würden. Jetzt muss ich kurz nachfragen und aus dem Wordrap aussteigen. Mein 12-jähriger Sohn behauptet, er kann am allerbesten Latein lernen oder Englisch, wenn er laute Popmusik dazu hört. Meine Frau und ich haben gewisse Zweifel daran. Nur, dass ich das richtig verstehe, beim Schreiben hören Sie Songs. Und das lenkt Sie nicht ab? Nein, also es ist bei mir im Gegenteil, also ich brauche das zum Schreiben. Das ist so das Allerwichtigste, dass ich einfach meine Kopfhörer, das sind solche großen Aufsätze, und die Musik starte. Und das ist dann ja irgendwo so ein Eintauchen in die Textwelt und so ein Abgekapseltsein von der restlichen Welt, die mich umgibt. Und diese Songs, die Sie da hören, das ist nur, um in Stimmung zu kommen, und während des Schreibens schalten Sie die Popsongs dann ab oder die laufen auch während des Schreibens? Die laufen durch, ja. Also und manchmal, es ist Pop, es ist nicht Karl Orff oder Rossini-Arien oder John Dowland? Na, eher so, ja, was man, Pop, ja, Rock oder eher die Richtung. Aber es ist auch schon Schlager vorgekommen, das ist dann ja auch irgendwo anstrengend, weil ich das jetzt sonst nie hören würde. Wenn man dann 3 Stunden am Stück Schlager hört, dasselbe Lied, dann ist das irgendwie schon anstrengend. Können Sie auch bei Heino schreiben? Wenn es zur Figur passt, ja, aber es wird dann schnell leiser gedreht. Aber es ist dann so im Hintergrund der Soundtrack immer mit dabei. Jetzt tun wir weiter im Wordrap. Feminismus ist für mich? Ist für mich nach wie vor ein großes Wort und ein wichtiges Wort. Und ich hätte mir mit 18 viele Dinge anders gedacht oder dass heute schon anders sind oder dass wir weiter sind. Und ich denke, dass eher das Gegenteil der Fall ist und dass da noch viele Sachen für uns zu erledigen und zu erreichen sind. Mein Heimatbundesland Oberösterreich? ja, da komme ich her aus Oberösterreich. Es wird immer irgendwo präsent sein. Das ist für mich ein gelungenes Leben. Ein gelungenes Leben. Ja, ein gelungenes Leben hängt für mich stark mit, also einerseits mit Freundschaften, Beziehungen zusammen, auch mit dem Schreiben natürlich, das mich immer begleitet und vor allem mit der Welt, die uns umgibt und einfach, ja, vielleicht auch mit dem sehr banalen Gedanken, dass ich möchte, dass das eine gute Welt ist, die uns umgibt.